und auch bei dem Wetter zu laufen. Wir müssen beispielsweise im Zuge der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zum Beitritt zur Europäischen Union Wert darauf legen, dass die Pressefreiheit, dass die Religionsfreiheit, dass der Schutz von Minderheiten in der Türkei nicht nur auf dem Papier, sondern auch tatsächlich gewährleistet sind. Da hat es in der Vergangenheit eher Rückschritte als Fortschritte gegeben und darum müssen wir daran arbeiten, die türkischen Partner dazu zu bringen, europäische Standards einzuhalten. Und alles, was dabei stört, sollte man außen vor lassen. Und ich glaube, dass die heutige Resolution, die, ich sage es noch einmal, in die Vergangenheit gerichtet war und nicht in die Zukunft gerichtet war, erhinderlich ist. Na, wir müssen jetzt vor allem den Beitrittsprozess der Türkei in die Europäische Union vorantreiben. Dazu bedarf es noch vieler Maßnahmen, die in der Türkei ergriffen werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber nur so bringen wir Veränderung rein. Und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wir werden weitere Beitrittskapitel eröffnen. Wir werden auch den Vertrag, den die Europäische Union mit der Republik Türkei geschlossen hat, jetzt mit Leben erfüllen müssen. Da geht es ja nicht nur um Flüchtlinge, da geht es auch um Visafreiheit, da geht es darum, dass Terrorgesetze in der Türkei verändert werden, da geht es um die Durchsetzung von Pressefreiheit beispielsweise. Darauf werden wir bestehen und ich glaube, dass Europa und die Türkei, dass Deutschland und die Türkei enger zusammenrücken. Beifügen werden. Wer stimmt für diesen Antrag? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Also ich glaube, wir müssen mehr miteinander reden. Wir müssen auch erklären, wie deutsche Politik funktioniert und was hier stattgefunden hat. Es ist ja keine Kritik an der aktuellen Türkei. Es ist keine Kritik an der türkischen Regierung. Es ist kein aktuelles politisches Statement, das heute abgegeben wurde. Und viele Redner, die anders gestimmt haben als ich, haben ja auch deutlich gemacht, dass sie eine bessere Beziehung zur Türkei wollen. Und ich glaube, dass gerade die Menschen türkischer Herkunft hier in Deutschland da eine wichtige Scharnierfunktion haben. Sie müssen die deutsche Mentalität versuchen, in Übereinklang zu bringen mit der türkischen Mentalität. Da gibt es ja durchaus Unterschiede, auch im Temperament von Staatsoberhäuptern, aber auch im Temperament der Bevölkerung. Und wenn wir diese Scharnierfunktion und diese Brückenfunktion ordentlich wahrnehmen, dann bin ich ganz, ganz sicher, werden wir gute Beziehungen zwischen der Türkei und Europa, gute Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland hinbekommen. Ich halte das auf jeden Fall für existenziell.